Ja, beinahe. Haben wir jetzt alle vier? Wir haben den da, wir haben den da, den da, wir haben den, der weggelaufen ist. Wo ist Nummer 5? Ist egal. Wir haben noch den Hauptfuzzi hier. Den kannst du mal. Ja, sehr schick. Das ist schlechter, gell? Ja, aber das bringt Geld. Das ist ein Schwert. Und das ist eine Magie-Bannenschriftrolle. Die sehr wichtig ist im späteren Spielverlauf. Aber das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Immerhin, erkennst du das Ding? Nein. Gut, Pfeile. Dein Inventar ist voll. Dann gib das mal an Talisa weiter. Denn du bist jetzt voll mit Pfeilen. Ja, Köcher Pfeile. Sehr schön. Nichts leichter als das. Okay. Khalid hat jetzt auch sein Level ab. Deswegen sicherheitshalber nochmal speichern. Und uns lieber weiter hier umschauen. Ein Hobgoblin-Elite direkt neben einem Bären. Und der Bär ist jetzt auch aggressiv. Aua. Ich habe keine Heilung mehr als Sonderfähigkeit. Ich habe einen Bären im Nacken. Ihr kümmert euch um den Bären. Ihr geht an den Bären bitte vorbei. Minz kann immer noch keins. Nein. Der arme Bär. Aber Khalid. Okay. Schutz vor dem Bösen. Kannst du das? Ja, das hat geklappt. Ja, nichts leichter als das. Gut, das heißt, wir müssen wieder mal rasten. Weil die beiden sind mir zwar angeschlagen, als dass ich weitermachen möchte. Und ich verkneife mir das Speichern einfach mal und hoffe einfach, dass es klappt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Wenn nicht, dann hätten wir das jetzt mit dem Bären töten gespart. So. Heil die beiden mal. Was wollt ihr? Und du heilst am besten auch. So. Dann sind wir wieder alle voll auf dem Damm. So, jetzt kann ich Quicksave machen. Beinahe unter meiner Würde. Was wir das alles nicht nochmal machen müssen. Wie gesagt, auf der einen Seite will ich das Spiel nicht zu leicht machen, indem ich da einen Quicksaves mache. Auf der anderen Seite will ich aber nicht alles wiederholen, um das hier unnötig in die Länge zu ziehen. Hey, eine kleine Insel im Fluss. Schön, von da aus können wir sogar auf die Brücke gucken. Das könnte sogar... Ja, damit könnte dieser Flussarm hier gemeint sein, der so seitlich weggeht, weil das sind die beiden Brücken definitiv. Aber einen Flussarm sehe ich hier halt nicht. Es könnte wirklich das damit gemeint sein. Okay. Immerhin ein Gegner. Ein Hobgoblin, aber ein einfacher, sogar nur ein Nahkämpfer. Ah, ein paar mehr von der Sorte. Schon mal zwei tot davon. Mich kümmert's nicht. Und die anderen haben Panik. Wenn niemand besser geeignet ist. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So, du lauf mal weg. Und jetzt kann Khalid hinter ihm her. Wir will noch mal, wir haben noch nicht. Keine Hilfe? Ja. Ja, nichts leichter als das. Währenddessen gucken wir mal, was deine Kumpels dabei hatten. Wildhunde.
Ah, die beiden schaffen die paar Wildhunde schon. Was wollt ihr nahe unter meiner Würde? Sind ja nur noch vier. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Schicken wir mal Hilfe rein. So, noch zwei Wildhunde. Kann ich euch Personenbezaubern, ja. Schriftrolle. Okay, Wildhunde haben Panik. Und vor den Wildhunden laufen wir Zweckreischlinge. Okay. Soll passieren, habe ich gehört. So, letzter Wildhund tot. Auch wenn ich eigentlich nicht gerne auf Hunde schieße. Okay. Damit scheinen wir den Fluss, also diese Seite des Flusses, erkundet zu haben. Ich gehe mal noch ein Stück hier entlang. Gut. Wie sieht es mit Level-Ups so aus? Minsk? Ah ja, Hira ist vor Minsk dran. Ja. Sehr gut. Gucken wir mal, dass wir über die Brücke kommen und dann sehen wir weiter. Ich habe so das Gefühl, wir haben hier noch ein paar Ogre vor uns. Und ich wollte es jetzt, glaube ich, schon dreimal ansprechen. Aber ja, wir haben gemerkt, gegen normale Ogre kommen wir jetzt schon mal ziemlich gut an. Wir haben ja zwei Stück verprügelt, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Ogre Berserker sind da doch noch ein anderer Schnack. Ein bisschen härter. Genau diese Version da. Ja. Vor denen sollten wir aufpassen. Euer Leben liegt in meiner Hand. Und sie mit Geschossen befeuern. Bevor sie uns ordentlich auf die Nase geben können. Genau. Und noch ein Edelstein für unsere Sammlung. Räuberskalb übrigens, sehr schön. Die können wir später gut zu Geld machen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Auch wenn wir bis jetzt nur einen haben, die sammeln sich später ziemlich stark an. So, war das der letzte Ogre Berserker hier? Ja, war er scheinbar. Ja, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Jo. Minsk braucht noch 200. 70, 271. Jahira braucht 240 rum. Ja, die geben sich fast nichts. Die dürften ziemlich gleich Level up haben. Vielleicht, hoffen wir es mal. So. Okay, wir sind jetzt hier an der Brücke. Ich würde sagen, wir können hier erst... Ne, wir gucken erstmal nach unten. Und nach oben verlassen wir dann die Karte. Würde ich sagen. Jo. Was haben wir da noch an Gebieten? Die beiden haben wir jetzt. Dann habe ich ja gesagt nach Naschke. Dann den Jahrmarkt, dann das Gebiet, dann das Gebiet, dann das Gebiet, dann das Gebiet. Und dann gehen wir nach Berikost. Also wir decken die beiden Gebiete nach Berikost auf. Und gehen dann nach Berikost. Sehen und hören uns dort in den Tavernen um. Und auch im Waffenladen und so. Gucken nach Tranzig. Und dann sehen wir ja weiter. Ja. Genau, hier haben wir die beiden Ogre getötet.
Da geht es wieder raus aus dem Gebiet. Hier sieht es ziemlich zerklüftet aus. Ja. Ein paar Bäumchen. Karge Bäume auch. Der da ist fast kahl, der andere ist kahl. Sterb, ihr quiekenden Ratten. Oh, Grillions. Hey, Jungs. Ihr seid auch nicht mehr so hart. Au. Man kann's ja mal versuchen. Ich hab nichts gesagt. Khalid, renn. Trinken Heiltrank. Was? Ja, beinahe unter meiner Würde. Du lauf nicht so weit weg. Oh, er ist wieder bei Besinnung. Das war's aber auch schon. Hat sogar eine Schriftrolle dabei gehabt. Okay, dann schauen wir uns hier in diesem Gebiet mal weiter um. Wir können uns das jetzt auch endlich leisten, im Nashkill Heiltränke zu kaufen, denke ich mal. Mit unserem aktuellen Ruf, den wir haben. So. Gut, das haben wir abgegangen, das Gebiet. Gucken wir weiter nach Norden. Mal sehen, ob wir noch Ogre finden. Die geben gute Erfahrungspunkte. Hier ist ein umgestürzter Baum, der fast schon wie eine Sitzbank aussieht. Oh, hier geht der Fluss weiter. Ah, Bär, Bär, Bär. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Du gehst einfach mal an dem Bär vorbei, guckst, ob da was ist. Kann ich euch? Ich tue Dir geht von den Bären weiter weg. Was? Gut. Hier zirpen irgendwelche Grillen. Bär. Nein, nix. Bär. Gut. Am Bär vorbeigekommen, ohne ihn zu aggroen. Ja, dann können wir wirklich nur noch da oben um den See herumgehen. Ja, beinahe unter meiner Würde. Und wenn das denn ein See ist. Aber scheinbar ist das einer. Ist der hier irgendwo eingezeichnet? Nö. Wer bist du? Laurel. Ja, mein Freund. Was machst du hier? Ah, haben wir wohl ein paar Abenteurer, die Gutes tun wollen. Würdet ihr gerne eine Herde Kreischlinge vertreiben? Klar. Ja, wir würden uns gerne ein Weilchen zu euch gesellen. Wunderbar, ihr solltet euch bereithalten. Feuerzauber wirkt Wunder gegen Kreischlinge. Also macht Gebrauch von diesen Kräften, falls ihr sie besitzt. So. Ja, da kommt eine kleine Horde Kreischlinge. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Sie steht doof rum und schaut zu, während wir Kreischlinge töten. Ja. Sie sterben zum Glück recht schnell. Gut. Letzter Kreischling. Nichts leichter als das. Und die geben auch ziemlich gute Erfahrungspunkte, merke ich gerade. So, tötet den letzten Kreischling. Gut. Ja, mein Freund. Kreischlinge sind wirklich eine Plage von der Schwertküste, von der die Schwertküste befreit werden muss. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja. Ja, beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Und Minsk würde gerne das Böse in der Nacht lautlos überwältigen. Gut, okay, Tagebucheinträge noch kurz. Eine Paladin namens Laurel hat mich eingeladen, beim fortwährenden Krieg dieser Region gegen die Horden der Kreischlinge zu helfen. Klingt ein bisschen dramatischer, als es war. Auf ihren Vorschlag hin werde ich möglichst viel Feuermagie vorbereiten, denn man sagt, dass sich die Biester am meisten vor Flammen fürchten.
Laurel hat uns mit dem höchst faszinierenden Sport der Crashingsjagd bekannt gemacht. Wir müssen uns ausruhen und unsere Waffen wieder einsatzbereit machen, aber ich bin sicher, dass dies nicht unser letzter Besuch bei ihr war. Gut, sei es drum. Ich speichere jetzt mal wieder LP 007 P groß. Und dann gibt es jetzt erstmal einen Cut. Also, bis gleich.